Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich allen Naturfreunden, die heute wieder dabei sind. Heute zeige ich euch zwei Feldhasen, die ja lateinisch Lepus europaeus heißen. Und diese Tiere sind natürlich extrem scheu in der freien Wildbahn. Und es ist sehr, sehr schwierig, sich hier an die Exemplare heranzuschleichen. Aber mir ist es hier gelungen. Ich bin im Schneckentempo mit meinem schweren Stativ. Bis mir die Arme gezittert haben, habe ich mich millimeterweise angenähert und habe mich hier hinter einem Busch platziert. Man merkt das auch an dem milchigen Bild. Die Äste sind durch die starke Brennweite aufgelöst und hinterlassen einen Schleier im Bild. Und ich bin abhängig davon, zu warten, bis das Tier sich bewegt und vielleicht diese Linie des Busches zwischen mir und dem Tier verlässt, damit ich ein klares Bild bekomme. Durch das Fehlen der natürlichen Feinde und Beutegreifer in Deutschland muss der Bestand der Feldhasen natürlich jedes Jahr geregelt werden. Das geschieht durch die Jagd. Es werden jährlich schwankend bis zu 400.000 Exemplare abgeschossen. Der Bestand der Feldhasen ist über die Jahre jetzt schon leicht rückgängig. Das liegt aber nicht an der Jagd, sondern vielmehr an der Verwandlung der Naturlandschaften. Es wird viel in Agrarland umgewandelt und das sorgt auch dafür, dass der Bestand des Feldhasen leicht rückgängig ist. In drei Bundesländern ist er sogar schon stark gefährdet, aber durch die starke Vermehrungsrate kann das relativ leicht über die Jagd reguliert werden. Die Tiere sind dämmerungs- und nachtaktiv, wiegen zwischen 3 bis 6 Kilogramm und gehören zu den schnellsten Tieren Europas mit bis zu 70 km/h, die sie auf der Flucht erreichen können. Oft ist es auch so, dass das Tier unmittelbar vor einem Platz genommen hat und sich tief in den Boden drückt und so lange dort verharrt, bis es dann plötzlich aufspringt und davonrennt und man erst dann bemerkt hat, dass man neben einem Hasen stand. Aber es ist natürlich sehr schwer, ein Exemplar, das nicht an Menschen gewöhnt ist, wie hier, vor die Kamera zu bekommen. Und das ist hier eigentlich ganz gut gelungen. Die Tiere sind zwar sehr misstrauisch, was hinter dem Busch so feine Geräusche verursacht, aber es reicht nicht aus, sie zur Flucht zu schlagen. Die Sonne geht jetzt auch unter hinter dem Hügel und somit erhalten wir ein gänzlich weiches Licht, das jetzt aber auch irgendwo doch seinen Reiz verloren hat. Es ist dann doch immer schön, man hat ein flaches Streiflicht auf dem Tier. Ja, und so freue ich mich, wenn ich euch damit eine kleine Freude machen konnte, euch die Aufnahmen zu zeigen. Und freue mich auch wieder, wenn ihr wieder dabei seid beim nächsten Mal. Bis dahin, auf Wiedersehen.